wussten, was sie damit ausgelöst haben. Und die sehen echt aus so wie Cheech und Chong. Entschuldigung, und Überschrift: zwei Milchbrand, Idioten. Entschuldigung, wir waren besoffen. War das wirklich in der Zeit, ja. Vor wenigen Tagen hier in Köln. Ne? Sehr geil. Männer, eure Platte ist gestern am Montag gewesen, am Montag auf den Markt gekommen. Auch bei einem neuen Label. Wie kam es dazu? Labelwechsel? War echt? Übernehmen Sie das doch, Herr Fischer. Ja, also und wir sind ja bei einer kleinen Plattenfirma und die hat sich einfach für einen neuen Vertrieb entschieden. Also wir wissen auch nichts Genaues. Das wurde alles von uns ferngehalten. Nein, also wir wissen das schon. Also es ist einfach nur so, die hatten, glaube ich, Lust auf was anderes. Und dann ging es auch ganz schnell, weil die anderen, glaube ich, auch Lust auf uns hatten. Ist das jetzt, beeinflusst euch jetzt so dieses andere Plattenfirma, hey, wir sind jetzt bei der Firma, die auch Bloodhound Gang, Sportfreunde Stiller, Readymade, Marilyn Manson und Limp Bizkit hat? Oder ist euch das grundsätzlich eigentlich eher egal? Könnte natürlich Vorteile verschaffen, also Ding oder so angeht. Aber ansonsten, was die anderen Bands in dem Label angeht, sind wir ja unsere eigenen Kreativen und machen ja die Musik, die wir wollen. Insofern interessiert uns das wenig. Aber es ist natürlich schön, weil wir hoffentlich in den Verteiler kommen und die ganzen CDs bekommen. Ja, die haben viele gute CDs. Wir haben auch schon, wir sind schon ein paar Mal, hatten mal einen kleinen Besuch ab. Können wir die CD-Schränke alle dabei bleiben. Und die helfen uns dann einfach nur, so beim Verkauf alles richtig zu machen, so wie sie das machen würden. Und dann sagen, können wir immer noch sagen, so, nein, machen wir ganz anders. Aber das machen wir nicht. Wird es eine neue geben? Habt ihr ein Video gedreht? Habt ihr schon einen Song in Aussicht? Ja. Ja, also es kommt bald eine neue Single, ich glaube Mitte November. Das Lied heißt Stehen geblieben. Ist irre gut. Ist irre gut. Und das Video drehen wir, glaube ich, jetzt Anfang November irgendwann. Wir wissen noch nicht genau wann, weil wir zurzeit den Regisseur nicht erreichen. Aber wir hoffen, dass er sich bald meldet und dann können wir die Sache auch unter Dach und Fach bringen. Bitte melde dich! Habt ihr da schon so einen Traumregisseur in Aussicht? Oder im Auge? Ja, aber wir trauen uns das nicht zu verraten, weil wir den nicht erreichen können. Also das ist eigentlich der, der hat auch Weinst du gedreht, aber diesmal gibt's eine ganz andere Idee und ist natürlich auch ein ganz anderes Lied. Also wir bringen Weinst du nicht nochmal raus, für die Leute, die das denken. Unser Abi hätten machen sollen, wenn wir denn dann auf der Schule geblieben wären und nicht sitzen geblieben wären und so. Dieses Jahr, als wir Wie geht es dir so gedreht haben, da hatten gerade unser Jahrgang hatte da Abi-Abschlussfeier. Abi-Ball. Und da dachten wir, machen wir doch auch Abitur. Ja, und dann, wir haben uns auch überlegt, für die Fans ist das auch ganz cool, wenn die kein Abi haben, dann können wir trotzdem so Abi 2001 Aufkleber verkaufen und die können sie sich dann so auf ihre hier Heckscheibe vom Auto kleben und dann glauben alle, dass sie Abi haben. Haben sie aber gar nicht. Ja, ne? Eine großartige Idee. Ja, ich dachte. Oder wolltest du noch was verkünden? Nee. Aber ich würde gerne. Unsere Tour wurde ein bisschen verkleinert auch. Ja. Wir spielen jetzt kleinere Clubs und wir spielen auch weniger. Dafür werden wir aber im Februar eine Nachholtour spielen. Also es wird ein bisschen intimer werden. Wir werden auch, also wir erhoffen uns eine intimere Stimmung. Wir wollen auch gerne nach den Konzerten noch auflegen. Mal gucken, ob das die Fans dann auch annehmen. Bestimmt. Bestimmt. Ja. Aber wir machen das nicht wegen Amerika. Was macht ihr nicht wegen Amerika? Das ist unser Ding. Ist einfach nur so. Wir sind nicht betroffen. Nein, das, so ist es ja nicht gemeint. Nochmal zurück zur Schule. Wenn ihr sagt, der Jahrgang hat jetzt Abitur gemacht, da sehe ich ja raus, dass ihr noch so ein bisschen wisst, was da abläuft. Habt ihr noch Kontakt zu euren Mitschülern? Ich meine, ihr wohnt jetzt in Hamburg. Ich glaube, jeder zu so einem kleinen, kraftvollen Kern, der unzerstörbar ist. Aber da hat sich schon relativ schnell so die Spreu vom Weizen getrennt. Und das war eigentlich, ich glaube, jeder von uns hatte Lust, auf den Abiball zu gehen, um die nochmal wieder zu treffen und um mit so einer Sache abzuschließen. Das hat dann leider nicht geklappt, weil unser Videodreh dazwischen kam. Und jetzt müssen wir warten aufs Klassentreffen irgendwann, wenn wir 40 oder so sind. Leider. Ach so, alle 5 Jahre gibt es dann Klassentreffen und je später die sind, desto weniger Leute. Also in 5 Jahren werdet ihr fast noch alle sehen.
Okay. Am Anfang denken sich wahrscheinlich alle so, oh, ist ja echt interessant, so die wiederzutreffen. Jedes Mal springen ein paar Leute ab, weil sie denken so, auf den habe ich keinen Bock mehr und das war letztes Mal so langweilig. Wahrscheinlich. Geht ihr alleine auf Tour oder nehmt ihr eine Band mit? Weil wir ja ein neues Album draußen haben, Recorder, und jetzt halt in diesen kleineren Clubs spielen, haben wir uns gedacht, es ist eigentlich schöner, wenn die Leute nur auf uns warten. Und deshalb spielen wir allein. Ja, auch gerade, weil es kleinere Clubs sind. Aber ich glaube, das hast du auch gesagt, ne? Also hätten wir die Tour so gemacht, wie sie ursprünglich gewesen wären, hätten wir vielleicht jemanden mitgenommen. Aber so dachten wir uns, sogar mehrere. Aber wir dachten, jetzt ist das ein bisschen kleiner und dann reicht es auch, wenn wir da den Schauer nicht überfordern. Aber dann vielleicht im Februar mit, ja, mit auch Bands davor, die wir... Vor allem schon welche im Auge? Ja, hatten wir. Also wir hatten gedacht, nicht, dass die Lovebugs, die kommen aus der Schweiz, vor uns Schweiz spielen könnten. Dann hatten wir Sofaplaneten angedacht. Wen noch? Da waren noch mehr. Und noch so eine, zwei so Bands, die noch nicht so bekannt sind, die wir für unterstützenswert halten. Eine davon aus Flensburg. Ja, das wär's. Finde ich gut. Sagt, das Album, habt ihr es fertig eingespielt? Das war ein Ding im Sommer oder so, seid ihr fertig geworden damit? Meistens ist es ja so, dass dann so Songs in dem Studio fertig sind. Es geht nämlich so, dass man ja alles live spielt, dass man sich dann wieder, um die Songs live zu spielen, ganz neu an die ranwagen muss. Ist das jetzt, das jetzt bei euch so richtig hartes Proben oder geht ihr damit locker und sagt, hey, die werden so kommen, wie sie sind, oder verschanzt ihr euch jetzt noch? Das ist glaube ich, relativ, also bei uns geht das immer relativ schnell, weil wir ja noch im Hinterkopf hatten, was wir da auf dem Album gespielt haben und die ja auch, bevor wir sie aufgenommen haben, so als Guide-Track sozusagen zusammen gespielt haben, um das Arrangement fertig zu machen und so. Und deswegen, glaube ich, geht das ganz einfach. Es ist einfach nur üben, üben, üben und dann geht das. Arrangement. Aber wir, soll heißen? Wir gehen jetzt am Morgen. Morgen bauen wir unsere Backline auf und fangen Samstag an. Ja. Und werden dann proben, auch schon so anderthalb Wochen oder so. Aber das ist wirklich nur, um zu finden, wie man das jetzt aufbaut. Manchmal ist also Kai hat ja nur zwei Hände, er kann nur eine Gitarre spielen. Und manchmal ist dann noch eine zweite Gitarre dazu, die ganz wichtig ist, die er dann aber nicht spielen kann. Muss man sich einigen, vielleicht macht der Gunnar da was auf seinem Keyboard. Oder macht Kai das? Oder Mensch, wie macht man das denn jetzt? Naja, und dafür gehen wir zusammen in den Proberaum. Ansonsten, also wir müssen nicht mehr proben, wir sind gut genug. Einfach Playback, dann kann alles kommen. Ich habe gehört, bei U2, da ist alles nochmal einmal vom Band. Ja. So, selbst wenn der Sänger aufhören würde, dann ziehen die das so. Offen hat, sagt, kann heute nicht, ey, mach mal Band. Die dürfen das. Ja, wahrscheinlich dürfen die das. Ich danke euch und wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Danke sehr. Danke, Rocco. Gleichfalls.